Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Bausimulator 2015 mit dem Randy. Und der Tino. Hey, endlich zurück. Yeah, yeah, yeah. Bam, 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 da, dam, dam, dam. Wir haben gerade 20 Kubik Erde ausgeladen. Das war der erste Bauabschnitt und Schnitt. Und jetzt sollen wir. Da passt da rein, oder? Vorsicht! Alter, habe ich das wirklich gemacht? Ja. Wie geil. Das war doch awesome, oder? Shit. Das war krass, Alter. Das war echt krass. Und da steht wieder eins, wirst du sehen, Junge. Okay. Jo. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Du sagst gar nichts mehr. Nö. Ach, jetzt habe ich mit dem LKW wieder her teleportiert. Wollte ich gar nicht. Scheiße. Naja, egal. So, was will er? Oh, die FPS, Alter. Was will er denn? Ach, hier, den Boden von dem Pool. Schönes Ding, du. Kann man auf jeden Fall gut untertauchen. Warte, schon mal den Betonmischer der Weile. Mach mal Y hier, hinten Klappe auf. Fällt rein. Sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Aber nicht wieder deinen Arm brechen, ne? Ich sehe schon, ist falsch, ne? Ich weiß nicht, was du immer machst, aber... Ja, eigentlich brauche ich den Arm, stinkt man mal aus. Du hast ja noch mehr Tasten. Ne, der ist verkehrt rum. Der ist verkehrt rum, ja. Du hast ja... Brauchst du Y. Brauchst du ja eigentlich auch nicht zurücksetzen. Fahr den. Mach erst mal mit W den großen Auflieger hoch. Ausleger hoch. Problem ist nämlich gerade, der will nicht hoch. Fahr mal den Ding ein bisschen weiter weg. Jetzt ja. Jetzt wieder. So, dann drehe ich ihn ja eigentlich stinknormal. So. Und jetzt machst du mit der Taste nach oben. Ja, genau. So, höher machen das Ganze. Genau, und jetzt einfach Taste nach oben gedrückt halten, dann Taste nach rechts. Jetzt kannst du schon mal nach rechts drücken. Hatte ich eigentlich gerade eben auch schon gemacht. Das Problem war einfach nur, siehst du, und schon weil ich in die falsche Richtung gelenkt habe. So, passt. Super, super. Oh, jetzt schön nach hinten. Den Arm senken, den untersten mit S. Machst du schön. Bürgermeister wird stolz auf dich sein. Noch ein bisschen hinter. Ganz wieder einfach, den Baba Schmatz. Aber ist doch schon fertig, oder? Jetzt ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Der halbe Pool schon fertig, oder? Ah, ne, wirklich nur unten fertig? Krass. Zweimal Wandgrundierung, Baustoffhändler. Wo sollen die hin? Ach, da oben. Da oben, zweimal Wandgrundierung. Ich schnapp mir mal einen Britschenwagen mit Kran und da ist eine Palette hinten drauf, warum auch immer. Oh, Fahrzeuge mit Leitung können nicht geliefert werden. Wo gibt's das Baustoffhändler, hat er gesagt, ne? Am Baustoffhändler.
Was ich immer nicht verstehe ist, warum die so auf M nicht die Karte gelegt haben. Das geht mir auch voll auf den Sack, sowas. Oh, ich habe das Gefühl, die FPS werden immer schlimmer, ey. Ey, ohne Scheiß, dass das echt immer krasser wird, ey. Mann, 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 Mann. So, hier ist der Baustoffhändler. Wo ist der Baustoffhändler? Ah, oh, da war ein Auto. Eine kleine Fahrzeug. Und rum. Und rein. So, ups. Grundierung, zweimal einkaufen. Ah, da unten. Kannst du mal gucken, was wir noch alles kaufen müssen? Ja, ich mache da jetzt schon mal zum Sägewerk bzw. zum Ding so noch. Ach so, das ist ja gut. So, gleich in die Richtung stellen, wo der Kran ausfährt. Sparen wir uns eine Menge Zeit. Ups. Trockenwandelemente musst du jetzt ja nicht aufladen, ne? Nö. Gut, dann kann ich die nämlich Trockenwandelemente nämlich aufs Firmengelände zurücksetzen lassen, den Scheiß. Was hast du jetzt mit den Trockenwandelementen gemacht? Die habe ich einfach aufs Firmengelände zurückgesetzt. Das geht auch? Aber, ja, ja. Du kannst das wieder fort verkaufen oder halt ins Firmengelände zurücksetzen lassen. Ach so. Ja. Nö. Müsst jetzt noch irgendwas anderes holen? Nee, oder? Ich prüfe. Hammer. Hammer, Hammer. Zwei Wandgutierungen und zwei Abwasserrohre. Das war's. Ach, die Abwasserrohre noch, okay. Schnittlärche Holz, 0,8 Meter. Übelsten Hunger, ey. Gab's noch nichts zu essen? Mm-mm. Na, die Frau kommt doch gleich. Hat er recht, hat er recht, hat er recht. Ich hoffe es zumindest, ey. Boah, Alter. Nicht gegessen. So, Rohre, Abwasserrohre. 1, 2. Einkaufen. Palim, palim. Hast du das schon? Bin jetzt beim Sägewerk und mache erstmal die Schnittlärche. Danach muss man noch zum Gartenende. Flups, 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 flups. Mich verarschen? Ach so, verstehe. Hatte den Kran noch angewählt, deswegen ging's nicht. So, und jetzt auf zur Baustelle. Baustelle, Baustelle. Hunger! Ich wäre quengelig, wenn ich Hunger habe. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht.
Hast du schon was gegessen? Ja, schöne Geschichte. War bei Lidl einkaufen. Und du kennst ja selber ja von Car Classic, hast du ja immer diese Salami-Sticks, ne? Ah ja, die esse ich auch manchmal. Mhm. Und da habe ich immer die Klassiken, die Luftgetrockneten, so drei Packungen. Kostet eine Packung auch 1,99. Und hab mir da drei geholt und alles hin und her. Und machst du die erste auf, esse, ist alles in Ordnung. Machst du die zweite auf, willst du essen. Schmeckte aber mit Einschlag irgendwie komplett anders. Habe ich erst gedacht, okay, habe ich jetzt hier Haselnuss erwischt? Nein, es war die gleiche im Grün. Ich guck mir die Sticks so an. Und normalerweise ist die Salami ja außen weiß. Hm. Ja, ist ja Schimmel so in dem Sinne. Hm. Ja, das war nicht mehr weiß, das war ganz komisch gelb. Und hatte dann ein bisschen in der Gusche, hab's dann nicht gleich wieder ausgespuckt, weil das so widerlich war. Okay. Ich so die ganze Packung, ich sah, da stimmt irgendwas nicht. Guck hinten aufs MAD, vor einem Monat abgelaufen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, Salami. Salami kannst du ja ewig normalerweise. Mm-mm. Ja, oder die also abgelaufen, MHD war abgelaufen, vor einem Monat. Und ich weiß nicht, vielleicht nicht, ob die Packung da irgendwie, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war, ja, geschimmelt, nochmal geschimmelt. So. Hast du wieder so, zurückgebracht? Nee, weil mir hätte ich ja nochmal losmachen müssen und dann war ja schon Aufnahmetermin von der Crew. Aber werde ich auf jeden Fall in den Kühlschrank stellen und wenn ich das nächste Mal hinmache, mal fragen, was der Scheiß soll, da wäre ein Einkaufszettel. Hm. Ja, da habe ich halt die dritte Packung aufgemacht und die waren auch wieder vollkommen in Ordnung. Frisst du drei Packungen mit einmal? Nö, aber ein Abstand von einer Stunde vielleicht, ja. Drei Packungen? Oh ja, ich weiß, es sind alles Kalorien, aber ey, shit happens. Ach, drei Packungen ist ja heftig, ey. Naja, drei Packungen nur nicht, ich konnte ja nur noch zwei essen. Oh. ungesund, ich weiß, normalerweise sollte man nur eine essen am Tag, weil das sowieso... Nur eine am Tag? Na, wenn du die aufmachst, kannst du die nicht Ewigkeiten stehen lassen. Ja, ein paar Tage bleiben die bei uns auch stehen. Okay. Ja, guck mal, so eine ganze Packung, das sind ja 100 Gramm, 70 Gramm sind drin, die haben 522 Kilokalorien, ne, also... Voila, die weiß ich. 522, das entspricht... 10 Stick, was 30 Gramm ist. Was, ein Stick 30 Gramm, wenn die ganze Packung nur 70 hat? Naja. Die ganze Packung ja, gut, hat... Ja, hier steht Portion, 30 Gramm. Gut, ich weiß jetzt nicht, was sie als Portion auslegen. Ja, 3 Sticks, glaube ich. Ja, okay. Ja, 157 Kalorien halt, ne? Also nicht Kilokalorien, sondern Kalorien. Hm. Ja gut, so eine Fertigpizza hat 1000 Kalorien. Hat die so viel? Ja, also die Fertigspitzen haben je nachdem meist über 1000, 1100, 1200 Kalorien. Also das ist schon nicht von schlechten Eltern, was die haben. Und 2000 sollst du ja am Tag maximal zu dir nehmen. Und da das heute die erste Kalorieneinnahme war von mir, habe ich jetzt schon mal 500 drauf. Bleiben wir 1500 bis Ende übrig. Du hast keine 500 drauf. Warum? Weil du zwei Packungen gefressen hast. Ja, da hab ich halt 1000 drauf. Bleiben nur noch 1000 übrig. Nette Logik. Ja, was hast denn du? Müssen die Rohre jetzt auch mit abgeladen? Ach ja. Ja, klar, die müssen mit abgeladen werden. Schon alles da. Was ist hier? Nette Logik. Ja, dann kommt noch das Trinken und vielleicht alles in den Herd dazu, aber. Shit happens. Hältst du dich strange an deinen 2000 am Tag? Nö, nee, ich esse halt normal. Ja, mal? Aber ich sag mal so, das ist halt. Ich esse halt einfach normal. Na, was heißt normal? Ich esse auch mal was Süßes und alles, aber. Also ja, du musst ja sehen, ich esse das ja nicht jeden Tag. Nein, aber warum frisst du dann drei Packungen mit Eimer? Das verstehe ich gerade nicht. Warum tust du es dir nicht einteilen? Also was heißt einteilen? Das klingt jetzt blöd, aber dann ein bisschen was. Ja, das Problem ist, du hast halt einfach keinen Essensrhythmus. Du kommst so alles drin, ja. Und du kochst dir ja auch nichts, das ist ja das Nächste. Naja, nix wäre jetzt gelogen. Brötchen aufbacken ist nicht kochen. Davon rede ich auch nicht. Selten, sehr selten. Also wenn es mich mal wirklich dazu reizt. Aber kochen macht Spaß. Kann Spaß machen. Es kann Spaß machen. Aber es ist auch ein Unterschied, ob du dir das Essen selber machst oder ob eine nette Dame von hinten kommt und dir das hinstellt. Nein, also ich meine das jetzt schon mit Kochen macht Spaß. Ich habe auch schon selber gekocht. Also ich finde schon, also dass es Spaß macht. Also ich muss auch sagen, wenn ich alleine wäre, ohne Kochen würde ich nicht auskommen. Also... Es wird zwar doch des Öfteren auch mal Nudeln geben und so ein Quark, aber ich bin ja so ein
Ja, naja. Hier so, dann schöne Nudeln und dann die Nudeln nochmal braten und dann da Ei drüber und ein bisschen Wiener rein und geil. Zwiebel und Mass. Ich kenne da ja keine Grenze leider. Ich dachte, das war noch bei deinem Balsamico-Essig. Nee, das zieht sich wie ein roter Faden. So, okay. Wir müssen wieder gießen. Richtig, aber wir sind erstmal fertig für den Part. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung und lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi. Ciao, ciao.